Schön. Ach, heute sind ja mal viele da. Darf ich mich vorstellen? Nora Nölle, Sekundarstufe 2. Setzen. Also mir ging es ja eine Zeit lang gar nicht so gut. Aber ich kann da ganz offen drüber reden. Ich hatte Biologie AG. Also da kam wirklich alles zusammen. Vollmond. Vollmond ist ja bekanntlich alle 27 ein Viertel Tage. Aber ich habe nie, wirklich nie auf den Punkt menstruiert. Immer daneben. 2 Tage zu früh, 3 Tage zu spät. Also meine Eier, die haben mich immer ziemlich unter Druck gesetzt. Ich weiß ja nicht, wie das mit ihren so ist. Aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Ich habe es geschafft. Ich habe neulich erst meine letzte Binde beerdigt, ganz feierlich. Und ich habe mal so meine Restbestände mitgebracht. Ich brauche das ja jetzt nicht mehr, gell? Wie sieht es bei Ihnen aus? Auf Toilette gibt es sowas nicht. Das ist... Bei Ihnen? Sie nehmen eins, gell, freilich. Hier, ich gehe wieder vorbei, gell, Tampons und so. Sie? Mit Ihnen? Sie. Ach, Sie nehmen so. Endlich weg, nicht mehr jeden Monat 2 Tage krank. Endlich weg, nicht mehr jede Menge Binden in meinem Schrank. Ich fühl mich so erleichtert, die Hormone drehen bei. Alle Tage sind meine Tage, ich bin völlig blübefrei. Endlich weg, endlich ist mit Fadenziehen Schluss. Endlich weg, dass ich nie mehr Slip einlegen muss. Das Gefühl ist herrlich weiblich, Trockenheit ist unbeschreiblich. Endlich hab ich nie mehr PMS. Endlich weg, und ich will kein dunkles Rot mehr sehen. Endlich weg, jetzt hab ich Lust, die Palmen hochzugehen. Hühner legen Eier, aber ich höre damit auf. Ich schlag sie in die Pfanne und tu Ketchup obendrauf. Endlich weg, was ich will, sind 100 weiße Hosen. Endlich weg, wer einer schenkt mir rote Rosen. Ich wechsel in die Jahre, dafür brauch ich kein Attest. Endlich hab ich nie mehr PMS. Lehmann-Pack. Nee, Frau Nölle, nicht Sie um die Zeit. Wie schön. Nicht Sie. Wie geht's Ihnen denn? Wie es mir geht. Musik bitte. Wieder mal verschlafen, den Wecker nicht gehört. Draußen regnet's, naja, wenn sonst nichts stört. Moment. Badezimmer überlebt, du brauchst jetzt einen Kaffee. Die Milch ist alle, das tut weh. Das Auto streikt, der Bus ist weg, es regnet immer noch. Weil du den Schirm vergessen hast, wirst du pudelnass. Und du denkst, da, ey, boah, früher Vogel fängt den Wurm. Das ist heute wieder nicht mein Tag. Der Tag gehört nicht mir, nicht mein Tag. Wie gehört dieser Tag dir? Also, jedenfalls gehört er nicht mir. Nein, nein. Und du denkst, da, ey, boah, früher Vogel fängt den Wurm. Das ist heute wieder nicht mein Tag. Nein. Der Tag gehört nicht mir, nicht mein Tag. Wem gehört dieser Tag? Dir? Also, jedenfalls gehört er nicht mir.
Also Frau Lehmann, Praxi sind bestimmt nur ein bisschen prämenstruell. So sieht sowas aus. Frau Nölle, ich habe nicht meine Tage. Ich habe nur seit über 40 Jahren total schlechte Laune. Das ist aber lange. Aber machen Sie sich da keine Sorgen, das kriegen wir wieder hin. Und morgen geht die Sonne wieder auf. Und ihr geht auch